Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2, dem Remake hier bei Time to 3. Mats und ich sind schon mittendrin im Raccoon City Police Department. Wir haben schon den Lecker-Scare erwartet und er kam nicht. ja. Und das macht, glaube ich, Mats nur noch viel wuschiger, als er wäre, wenn er schon käme. Denn die Erwartungshaltung ist ja ein Element, mit dem dieses Remake sehr spielt, wenn man das Original kennt. Ich wiederum freue mich einfach nur darüber, dass das Spiel bisher so gut funktioniert bei dir, Mats, weil man merkt, dass du, also dass der Horror durchaus Anklang findet. Ist real. Ja, es ist ja wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. So, das kann man erstmal ganz sachlich feststellen. Die haben da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Also es ist kein Remake, wie man es vielleicht einfach hätte machen können, sondern richtig Gedanken gemacht, wie man das alles transportieren kann. Ja. Und es spielt sich ja auch maßgeblich anders, allein durch die Perspektive. Ja, genau. Also es ist halt einfach ein anderes Spielerlebnis, ein anderes Spielgefühl. Ja. Und trotzdem habe ich ja, selbst ich, der es jetzt dann gerade erst gespielt hat, so die ganze Zeit so Aha-Momentchen, die so einen leicht nostalgischen Touch irgendwie kriegen, wo sie denkt, ah, guck mal, das kenne ich ja daher und da ist ja das und hier ist das anders und so. Und wurde ja auch noch ordentlich aufgefüllt mit so Sachen wie, dass man jetzt Fenster vernageln kann, dass man Sachen kombinieren kann. Ja, stimmt. Da ist schon ein bisschen was passiert und dass Zombies durch Türen gehen, ist jetzt natürlich auch dieser Sicherheitsmoment, wenn man halt ein Gebiet verlässt oder einen Raum verlässt und so denkt, so, da drin war halt schlecht, aber gehe ich einfach nicht wieder zurück. Das ist ja nicht mehr so. Ich finde also, übrigens auch die Art, wie das passiert, super gut, dass sie erst so ein bisschen dran klopfen und erst dann durchbrechen. Ja, sie sind immerhin freundlich. Aber das führt natürlich dazu, dass hier das. Das könnte nicht das Klopfen, Ding, was ich meinte, aber ja. Achso, ich dachte, nee, ich weiß, dass ich das meine, aber so, sie sagen, sie kündigen sich immerhin an. Sie schleichen nicht einfach durch das die Tür stimmt, durch. Ja. Sie sind da nicht einfach hinter dir plötzlich. Der Ding ist jetzt natürlich, dass das. Also, es sei denn, wir finden noch ein Holzlager. Das ist aber ein relevanter Punkt. Das Sounddesign in dem Spiel ist ziemlich wichtig, damit du dich ganz gut platzieren kannst in der Umgebung und ungefähr schon anhand des Tons. Der ganzen Audio-Umgebung weißt, von wo die Gegner kommen. Ja. Ich sehe gerade, hier gibt es noch das Büro Westseite, wo wir noch nicht dran waren. Da würde ich erst noch mal hingucken, bevor wir hochgehen. Sure. Ich weiß nicht, ob das auf war. Wenn es auf oder zu war, würde das markiert sein an der Map. Ja, und das ist es ja noch nicht. Ich glaube, hier bin ich ja raus geflüchtet, aber ich glaube, ich... Also in dem Raum müsste noch so ein... Oder hast du den getötet? Ich glaube, du hast ihm nur das Bein abgeschossen. Nee, ja, es ist abgefallen. Ach, hier ist der Raum. In dem Raum war Marvin. Ja. Und wir erwarten ja immer noch den Lecker. Schießpulvernutzung. Der Ach, Rico. Guck an, ja, da ist es ja. Ah, ja. Okay, wir haben einfach nur das Kräuterprinzip genommen und auf... Im Wesentlichen, Hochwert, ja. Schießpulver... Mag-Munition. Ach, guck an. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, dass Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Ja, das ist ein schlauer Ratschlag. Ach, guck mal, jetzt können wir direkt mal direkt mal kombinieren. Irre. Oh, waren das 14 Schuss jetzt? Du hast jetzt 14 bekommen, ja. Das ist ja geil. Das war relativ viel. Das kann uns ja gar nichts mehr passieren. Na, du weißt ja, wie lange du hier schon gebraucht hast, um einen einzelnen Zombie platt zu machen. Also. Ja, es ist halt einfach krasser Survival-Horror. Ey, wenn der nicht aufsteht. Ja. God damn it. God damn it. Ach, Leon. Dass die Köpfe auch so abgehen, ist hart. Ja, es ist krass, wie sie das gemacht haben, so modular. Je nachdem, wo du hinschießt. Son of a bitch. Ich liebe Leons Kommentare, ich finde die einfach ernsthaft gut. What the fuck? What the fuck? Wie oft der gerade auch kommentiert. Ey, jetzt komm! Ich wollte sagen, das ist doch Quatsch gewesen. Ey, in dem Moment, in dem du gesagt hast, ey, jetzt komm, ist er umgefallen. War ja auch Blödsinn, da sind wir doch mal ehrlich. Der halbe Kopf ist weg und er läuft immer noch rum. Was haben wir denn hier? Oh, ein Safe. Eins, zwei, drei... Vier. Nee, ist falsch. ja, die. Ist das dieselbe wie im Original, Tom? Das ist eine gute Frage. Weil dann habe ich keine Ahnung.
Also ich habe auch meine originalen Notizen nicht dabei. Ich könnte jetzt im Internet nachgucken, das fände ich aber lame. Es kann sein, das dass stimmt. Es die Originalkombination ist. War, glaube ich, eine 36 möglich. Dabei. Sag ich jetzt einfach mal so. Aha. Ach, guck mal. Okay. Richtig am aber Aufrüsten hier. Zwei Schuss, ey. Das ist tatsächlich dynamisch generiert. Ah, also das Spiel versucht immer zu balancieren, dass du nie zu viel und nie zu wenig Munition hast. What the? Nice. Der Haaransatz zieht sich nach hinten. Unter anderem. Aber das ist jetzt sein kleinstes Problem. Lief da einer? Nee. Sind die Schatten. Gott, ist aber auch alles, also der Einsatz des Anfängers. Möchtest du lesen? Ja, gerne. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Im Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Moment. In den Initialen unserer Vornamen. Ist sein zweiter auch? Nee, Vornamen. Initialen unserer Vornamen. Okay, also Leon haben wir zum einen. Die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Holy shit. Es gibt zwei Schlösser, ein pro Schreibtisch. Das ist nicht so kompliziert, wie es klingt, du siehst es gleich. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben sie ja sicher selbst schon gemerkt. Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Brennick. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Cool. Ist natürlich super, dass man jetzt hier so ein Rätsel lösen soll. Während er hier noch sagt, ich ja, bringe Brio, wenn ich Brio, wenn ich kriege Brio. Wenn du in so einer Eingabeaufforderung bist von so einem Ding, dann pausiert das Spiel. Ich überlege nur gerade, ob man irgendwie Licht anmachen kann, aber hier ist kein Lichtschalter. Wo kommst du denn her? Der ist ja doch nicht tot, oder was? Ja, Mats. Stehen die immer wieder auf? Nee. Okay. Wir haben nur sehr viel Leben. Einsatzbericht. 28. Dezember, 2.30 Uhr. Außer wir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viel Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier sollte es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er doch ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch Zombie-verseucht ist. Oh, Sie sagen Zombie. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden, sagt Elliot Edward. Ich glaube, in Resi werden die Zombies schon immer Zombies genannt. Okay. Ah, eine Abkürzung genommen. He's trying. Okay. He's trying his best, muss man sagen. Also, wir gucken mal kurz hier, wie das denn jetzt aussieht. Okay, die Vornamen, um die geht's. Initialen der Vornamen, ja. Also ist hier ein D. Vorsicht. Ey, das ist schon ein bisschen eklig. Mhm. Ah, erstmal andere Seite, habe ich gerade beschlossen. Smart. Also ein M. M, R. Ja. M-M-M-R und ein anderer Buchstabe. Wo ist er denn? Da hinten. Ich hör mal rum. N-N-E. Da auch nicht. Aber irgendwo werde ich ja sitzen. Wo sitze ich denn? Ah, jetzt vor. Anlauf. Ja, aber mit dem Weg. Flubi. Ich weiß, es ist schon ein bisschen gemein, aber auch irgendwie unterhaltsam. Der hat keine gute Zeit hier. Nee, der hat keine gute Zeit. Dass der aber Blutspuren hinterlässt, ist auch uncool. Ach da, guck da unten ist es doch. G. George, also G. G. R. M. Oder M. R. G. Fangen wir mal mit M.
RG an. Das war richtig. So, das heißt, ich werde ja auf der Seite sitzen. Das heißt, das ist ein D. Wo ist er denn? Da. D-E-L-L-E-D. Oder D-E-L. Ich glaube, es ist D-E-L. Ich glaube, es ist nicht D-E-L. Aber es ist nur ein Verdacht. Geil. Ist falsch. Warum ist das falsch? Warte mal. Da ist auf jeden Fall ein D. Das ist ein E. Heiß ich nicht, Leon? Geh doch einfach nochmal zu dem Desk. Ist das nicht meiner? Ach stimmt, nee, da war ich gar nicht. Du warst da auch gerade schon mal dran, du hast den Namen schon mal gelesen. Ich wollte sagen, weil ich sitze ja, ich habe ja gar keinen Schreibtisch. Ach so, N. Stimmt. Ey, der denkt sich auch mal, willst du mich jetzt verarschen oder was? So, pass auf. Bis der sich umgedreht hat, haben wir hier ein Ending gemacht. Nett. Okay. Weil wie in dem Bericht stand, ist das hier dein Schreibtisch. Ach, stimmt. Erweitertes Magazin. Oh, das ist ja geil. Heißt das? Oh, jetzt habe ich schon... Warte mal. Nee, Moment, wir können uns das noch angucken. Spezialzubehör für die Matilda. Ah, auf 24 Portionen erhöht und die Nachladedauer verkürzt. Okay, geil. Aufrüsten. Nice. Sehr schön. Sieht auch richtig schick aus und überhaupt nicht dran gebastelt. Naja. Das hier, ist cool. Hier ist auch über dir, wenn du mal ein bisschen nach oben guckst, also in die Richtung der Schreibtische. Ein Welcome Lecker. Ach so, da ist er. Leon. Oh, so nett. Oh, so, ich, schon auch danke. Da ist sogar, da ist sogar eine Anspielung drin an die Falschschreibung im Original. Weil da das eine L, da ist Platz für noch ein L bei Welcome. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ist runtergefallen. Ne? Das ist da runtergefallen. So. Ist ganz niedlich. Ach, shit. Ja, doof, ne? Dann hau ich dich. Oh, oh, weia, das wird unangenehm. Scheiße, eine auf Treppe. Der Treppe. Ach, doof. Ah, und dass er wirklich Blutspuren macht, ist ja, also es... Fuck. Ich weiß gar nicht, ob die von ihm sind oder ob die schon da waren. Achso, das kann sein, ja. Ich bilde mir ein, dass sie von ihm sind. Das macht der Spieler. So, ist die Frage, den Safe wissen wir nicht. Da kommen wir nicht. Ach, da kommen wir ja dann. Okay, alles klar. Ja gut, dann sind wir hier erstmal, glaube ich, durch. Sieht erstmal richtig aus. Ja, war doch gut. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, ja. Und du bist souverän mit den Gegnern umgegangen. Umgegangen finde ich ganz gut. Verstehst du? Weil ich drum rumgegangen bin. Ja. Ich gehe... ich dachte gerade, hier ist eine... ich speichere mal ab, Tom. Ich sag dir, wie es ist. Ja. Ich speichere mal ab. Weil irgendwann kommt noch so ein Lecker. Und dann bin ich dankbar, dass ich gespeichert habe. Auf dem Schwierigkeitsgrad hast du ja keine Farbbänder, musst du ja also darum keine Gedanken machen. Ach, die kommen auf dem... Ach so, ja, verstehe. Hm. Soll ich noch irgendwas hier lassen? Nee, sieht gut aus. Ich mag auch das Farbbandsystem eigentlich ganz gern. Ja, reduziertes Speichern kann eine sehr, sehr coole Sache sein. Naja, es ist vor allem auch da, finde ich, wieder eher eine psychologische Sache, weil du musst gar nicht so oft speichern, wie du Sachen findest dafür. Aber allein das Wissen, dass es limitiert ist und dass du einen Inventarplatz dafür brauchst, ist halt, finde ich, schon viel wert. Oh. Flöck. Eine Abkürzung genommen. Ja, der greift jetzt halt von hinten an, ne? Aber das ist gar nicht so doof eigentlich. Schöner Crit gerade. Ja. Bei mir war das auch so, ich habe nicht gesehen, dass der runtergefallen ist und habe den dann erst von hinten... Konnte mich der dann überraschen. Wo ist er denn? Kann also wirklich gemein sein. Mach jetzt auch sein Bein kaputt, bis der hier oben ist. Oh, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Eieiei. Ja. Also, dass die Beine so abgehen, ist, also meine Güte, ist schon echt brutal. Ja. Ich erinnere mich an die Bilder, wie lustig. Ja, es ist schön. Es ist erkennbar, aber halt ein bisschen anders. Ich mache mir gerade Sorgen um den, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht gesundheitlich, sondern so... ich wollte gerade sagen. Mann! Das ist Munition verschwenden. Ja, der ja. Lebt noch. Das waren jetzt ein... Mats? Nee, der lebt doch noch.
Der kommt noch zurück. Was sagst du ja? Ich wollte nur sicher gehen, weil ich habe das Gefühl, wenn jetzt hier rückzugspunktstechnisch der dann von hinten kommt. Ja, verstehe ich total. Du willst halt nicht, dass der dich noch überrascht. Was ist denn hier los? Brauchen wir hier ein Rad, zufälligerweise? Hier ist auch ein... Ja. Also die werden ja wohl nicht... Das geht nicht. Was waren das andere? Nett war das eine und das andere war... ich vergessen. Gut, aber schon was. Ich hab gerade gedacht, das wäre ganz schön assig. Tragbarer Tresor, was? Ein kleiner tragbarer Tresor. Inventar öffnen. Sie können Objekte im Inventar untersuchen. Ja gut, das wissen wir schon. Wie spät sie dir das sagen? So. Ja, okay. Hat er nicht hinten drauf geschrieben. Ach, hey. Hä? So, Tom. Oh. Shit. Shit. Nee, was war denn das? Ja? Ha! Yay! Second Kleiner try! Tragbarer. Oder third. Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Ist das eine Sicht? Ach, das ist ein Knopf. Ah ja, ich verstehe. Einer von den... Okay, könnte die 2 oder die 3 sein. Ich finde das aber wirklich... Also ich finde ja lustig, das Erste, was du gesagt hast, ist ja auch, ja, aber die Knöpfe funktionieren doch noch, auch wenn der Knopf nicht da ist, weil man es ja reindrücken kann. Ja. Das ignoriert das Spiel völlig, naja, wie das normalerweise funktioniert. Drücken Sie... Ach, okay, jetzt kommt die Erklärung, wie wir den Tresor aufmachen. Ist da noch einer drin? Nee. Okay, wir haben schon mal Flintenmunition. Dann brauchen wir nur noch Sehr die Flinte. Gut. Naja, eigentlich brauchen wir nur noch eine Taste. Ey, der steht halt auch irgendwann auf und dann stehst du da. Nee, er steht da. Ja, er steht auch da und du stehst auch. Nee, steht beide da. Und einer von euch sagt Kacke. Okay, hier ist sowieso zu. Guck dich nochmal um. Das heißt... Guck dich nochmal um. Ja. Gerade schon im Augenwinkel zu sehen. So, warte mal, jetzt noch mal ganz kurz einen Plan machen. Also, da ist das Ventil, da ist das Kombinationsschloss. Jetzt, ich meine, wir haben nur das eine Kombinationsschloss von dem Raum, wo wir gerade drin waren. Ich meine, das kann ja eigentlich nicht, glaube ich nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Andererseits ist es das gleiche Schloss. Ja, aber es waren ja schon 2 unterschiedliche Schlösser. Ja. Ich wollte nur gucken, ob er schon steht. Ach so. Du vertraust dem Spiel nicht, sozusagen. Nee. Guck mal gerade, ob hier vielleicht irgendwas zu sehen ist oder so. Ich meine, man kann diese Art von Schloss auch brute-forcen, wenn man geduldig ist. Ja. Oder sehr schlau. Oh, nice, Mann. Hey, wenn ihr ein seid, lasst doch mal ein Abo da. Hervorragend, Mats, du bist so smart. Es gibt bestimmt mindestens ein Abo. Vielen Dank an denjenigen, der dafür abonniert. Ich glaube, da werden die Leute jetzt extra deabonnieren, um einfach nur abonnieren zu können. Und am Ende sind wir minus. Du wirst Fluktuationen haben. Hervorragend, Mats. So, da oben geht's weiter. Applaus. danke. Noch besser wäre es gewesen, wenn es bei Fan oder so jetzt aufgegangen wäre. Das wäre wirklich gut gewesen. Ich mache mir immer noch Sorgen zwecks des Lickers übrigens, Tom, ne? Verstehe ich gar nicht. Der macht mir immer noch Sorgen.
Ich meine, berechtigt, Mats, berechtigt. Ach, wer kann denn hier durchgebrochen sein? Hast du den Schatten gesehen? Den? Nee, 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 geh noch mal ein bisschen zurück. Da habe ich mich vor erschrocken, aber du gerade nicht. Weil man sieht vor hier. Dem? Genau, man sieht hier so ein. Ach so, die Dings, die Mannequin-Puppe ja. Da. Stimmt, den habe ich gar nicht gesehen. Aber dann kommt man rein und denkt sich, ja, ist ja gar nichts Schlimmes. Und dann. Hundertprozentig bricht er durch ein Fenster. Und dann breche ich auf meinen Tisch. So, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel, das ist schlecht. Oh ja, kein Platz mehr. Ja, dann müssen wir wohl mal. Kiste ist unten. Ja, ach, du ja. Siehst sogar was für ein Schlüssel, ne? Was sind das für Geräusche, Tom? Ja, wir gehen auf jeden Fall erst noch mal nach unten. Mhm. Das halte ich für eine gute Idee. Erstmal Platz machen. Auf jeden Fall halte ich das für eine bessere Idee, als da jetzt reinzugehen. Da hat gerade einer gegrunzt. Ja, hier unten war ja. Der hinter dem Fenster, ja. Der ist immer noch sehr sauer. Haha, besiegt von drei Brettern, ey. So. Ich finde es sehr witzig, dass sie dann trotzdem durchs Glas kommen, aber halt nicht durch die Bretter. Ja. Das ist, es ist aber auch gemein, weil man so denkt. Die Taste könntest du auch direkt einsetzen, gell? Ja, da muss ich ja wieder zurücklaufen. Ich will ja erstmal hoch. Das ist ja nur, also wie du magst, wie du magst. Ich weiß ja nicht, was da oben ist. Guck mal, kann ich die auch? Nee, kann ich nicht. Das ist jetzt gewesen. Doppelt rot. Ich verstaue den erstmal. Ja. Ich hege ja Hoffnung, dass man da oben die zweite Taste irgendwie findet. Mhm. Und dann wäre meine Hoffnung, mit zwei Tasten zurückkehren zu können. Hat er jetzt aufgegeben? Ach, guck an. Nee, doch nicht. Uff, wenn er sich kann oft er einen genug, greifen? Er kann einen bestimmt greifen. Wenn er sich oft genug gegen diese Bretter rammt, dann gehen entweder die Bretter oder er kaputt. Ich glaube, das sind sehr gute Eichenholzbretter, Tom. Da ja, geht nichts kaputt. Auch. Da geht er kaputt. Der Zombie der macht sich selbst Fall. Tot an den Brettern. Zieht sich einen richtig fiesen Splitter rein. Da sind doch bestimmt ein paar Nägel, die rausgucken. Ich hoffe doch. Was ist das für ein Schrank? Warum ist denn der so? Ach, da ist schon wieder so ein... Ist das immer ABC? Das ist immer ABC, ne? Ja, es ist immer ABC. Okay. Verstehe. So. Es hilft ja nichts. Nehmen wir erstmal einen Schlüssel mit. Den kannst du auch wieder angucken, falls du ihn identifizieren lassen willst. Ach so, stimmt. Das ist gut jetzt zu wissen. Ist da gerade nur ein Schlüssel. Jetzt der Peak-Schlüssel. Das ist ein peakförmiger Schlüssel. So, hübsch. Hübscher Schlüssel. Hübscher Schlüssel. Eigentlich jetzt, wo ich hier bin, doch große Lust, wieder runterzugehen, Tom. Ja, ach nee, komm. Nee. Nein. Auf. Kurz davor zu gehen, Tom. PlayStation-Taste, App schließen. Tetris anmachen. Vielleicht fällt sie mir einfach gleich runter. Dann müssen wir warten, bis ich eine PlayStation 5 habe, bis wir das weiterspielen können, Tom. Du lieber Gott. Na ja, komm, machen wir Staffelfinale, Tom. Staffelfinale. Staffelfinale in der dritten Folge. Psst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also selbst ich bin angespannt, also obwohl ich ja das Spiel ganz gut kenne. Also ich
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das alleine auf seinem Fernseher spielen soll. Ich habe das sehr gerne allein gespielt. Oh nein, Tom, oh nein, oh nein, oh nein. Aber also, ich bin da auch sehr angespannt. Ich kann das nicht. Ich habe es aber damals auch ein bisschen mit Dani gespielt. Die fand das auch voll faszinierend. Ja, faszinierend ist eigentlich die richtige... Aber halt auch spooky. Okay, man muss da rein. Also, er ist noch nicht drin, glaube ich. Weil dann wäre das Fenster kaputt. Aber er kommt wahrscheinlich gleich von da. Wenn ich er wäre, würde ich von da kommen. Genau, mit denke so wie ein Leckermatz. Ja, guck mal, ist das hier so eine... Nee. Oder doch? Nope. Warum denn nicht? Das sieht aus wie so eine Munitionskiste. Sehr verständlicher Videospielerreflex, aber nee. Dann habe ich gerade aus Versehen einen Schuss verschwendet. Eine Kiste erschossen. Entschuldigung. Gott, diese dumme Puppe. Die ist echt hübsch. Was ist denn das überhaupt hier für eine Ablagerung? Willst du das wissen? Hat der kleine Licker gemacht? So, der geht aber gleich flöten, das sag ich dir. Noch hängt er da. Ja. Tom, ey. Drück gleich die PlayStation-Taste. Hast du jetzt eigentlich das Brett genommen? Nee, ne? Welches Brett? Das Brett da vorne. Das ist ein Brett. Tom, ich habe hier ganz andere Sorgen als ein blödes Brett. Naja. Hast du das Brett genommen? War da was? So ein Brett ist doch gut. Gott, die Soundkulisse ist so gut. Ich würde darauf schießen. Oh nö, ich. Okay. Okay. Es ist ja auch nur ein Spiel, nicht wahr? Mats, ich habe so Brett viel, ich habe so viel Spaß. Das ist, ich kann sagen, Mann, ey. Und ich weiß schon, was in den Kommentaren steht. Auf jeden Fall weitermachen, auf jeden Fall weitermachen. So gut wie Mats hat das noch keiner gespielt. So weitermachen, so weitermachen. Spielst du auch selber. Erstaunlich, wie gut du unsere Kommentarsektion nachmachen kannst. Blöde Jane, ey. Das ist, ich kann wieder die Nacht nicht schlafen. Ich nehme jetzt das. Ah, da mache ich ein neues Inventar-Ding. Ah. Oh, gleich zwei sogar. Yay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein kleiner Beutel. Genau, schade, das ist... Das Spiel versöhnt sich direkt wieder ein bisschen. Naja, nee, es ist Trap. Ich weiß, dass das Trap ist. Wenn ich da rausgehe, geht hier die Hölle los. Ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Bauchtasche, hätte ich eigentlich schöner gefunden. Dass so Leon dann immer mehr Bauchtaschen hat. Verstehst du? Das hätte ich gut gefunden. So übereinander. Naja, so ein kompletter Bauchtaschenmensch. So, ich jetzt rausgehe. Aus einer guckt so eine Schrotflinte raus. Gürteltasche. So. Da sehe ich doch schon das Objekt meiner Begierde. Ja. Ja, nee, ist klar, Spiel. Mhm. Da legen wir ein, zwei, guck mal, alles voll, ey. Da liegt auch ein Zettel, wa? Den gucken wir uns erstmal an. Steht, könnte was Wichtiges sein. Anonyme Notizen. Ja, das überlasse ich dir gerne, Tom. Okay. Da spüre ich dich. Na, ich lese das ganz normal vor. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir nur noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Drecksschweine in einen mit C4 präparierten Stabwerk gesperrt. Muss ich nur noch zünden, dann war's das mit denen. Ich lese es ganz normal vor. Was ist daraus passiert? Naja, man kommt halt so in den Groove. Aber wenn es zu schnell geht, macht's keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht. Eine neue kreative Idee auf jeden Fall. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft hast du bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle, so gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Okay. Da ist C4, nicht wahr? Ach so, das sind die da drin. Ah, jetzt verstehe ich, was hier los war. Der hat nicht so, also, mhm. Mhm, mhm, mhm.
okay, der hat keinen Kopf mehr, der scheidet schon mal aus. Der hat noch einen Kopf. Kriegst halt immer so ein bisschen Kontext vom Spiel für die Sachen, die hier passieren. Sag mal, Tom, diese Wand. Ja. Diese Matratze. Ja. Das ist aber schon merkwürdig, oder? Ja. Da liegt Munition. Mats, du bist einfach viel zu misstrauisch. Ist das eine Matratze? Ist das nicht einfach nur eine Plane? Das sieht aus wie eine geklebte Matratze. Aber ich mag mich irren. Mein Wissen über Matratzen ist vielleicht etwas eingerostet. So, Freunde. Da fehlt ein Zünder, nicht wahr? Hm. Wenn wir drauf schießen? Nee, es geht nicht. Nee, ich weiß. So. Bleibt die Tür hier rechts? Mit Ihmchen hier. Och süß, Ihmchen. Das war mir den Schuss wert. Die Sache ist ja, Mats, nur weil er jetzt... Mats, ja? Du hast auch ein Messer. Ja, na gut. Aber? Ganz schön verkrampfte Hände schon. Willst du abschneiden? Ich sag nur, keine Hände, kein Lieren. So. Kennt ihr die Geschichte vom Struwelpeter? So endet sie. Okay, dass der Licker nicht in diesem furchtbaren Dachboden war. Danke. Was höre ich denn hier? Was höre ich da? Huch, es kommt aus dem Controller übrigens. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Ja, diese Controller-Spiele rein. Das kommt aber auch aus dem Spiel, also alles gut. Wir haben es auch gehört. Ja, ja. So, Mats, an dieser Stelle kann man ja mal pausieren, ein bisschen innehalten. Du hast durchgespielt auch jetzt eigentlich. Du kannst ein bisschen. Wir haben zwar einen Licker schon so im Vorbeihuschen gesehen, aber es gilt noch nicht, Mats. Vorbeilicken sehen. Und hier kannst du ein bisschen durchatmen. Und ja, das ist eine gute Situation hier. Ihr könnt auch ein bisschen durchatmen. Ihr seht ja, wir sind jetzt hier in so einer Art Bibliothek. Ein bisschen wärmere Farben nach dem sehr kalten Dachboden gerade. Oder Dachboden ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Naja. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter und mal sehen, was für Kreatürchen Mats da so begegnen. Ne, Mats? Freust dich schon? Ich freue mich immer über Kreatürchen. Wie ein Adventskalender. Jeden Tag ein neues Kreatürchen öffnen. Ja, ist so. leider schon zu spät dafür, aber naja. Ja, könnt ihr euch für nächstes Jahr merken. So. Capcom, ich schenke euch den. Irgendjemand guckt das bestimmt nächstes Jahr zu Weihnachten, Mats. Der Resident Evil Adventskreatürchen-Kalender. Na gut, wir machen Feierabend. Also nicht Feierabend, aber jetzt hier genau. An der Stelle erstmal einen Cut. Superkreuzburg.de, Patreon und Steady Hooked unterstützen Ende. Satzfragmente. Tschüss. Einfach in die Ecke und gucke mir diese schönen Blumen an. Hm. Toll. Hm.